So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Switch. Ja, wir stehen hier voll im Regen, sind im Stich gelassen worden von, ich weiß nicht wen, Feldo. Aber das ist ja auch mal was Schönes, dass man hier einfach in der Gegend rumsteht und nicht weiß, wo man ist. Da hatten wir letztes Mal noch eine deutlich bessere Ausgangssituation. Zum Beispiel keine so Skelette oder sowas, die man dann bekämpfen muss. Und sonstiges Zeug. Diese Skelette, die können einem auch echt das Leben schwer machen. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann sobald wieder... Wenn der Creeper mich hier gefistet hat. Der alte Sack da. Irgendwie scheint hier ganz schön viel Viechzeug unterwegs zu sein. Ich habe folgende Idee. Ich schaue mal kurz nach, wo es weitergeht und dann sehen wir uns bald wieder. Hallo Hase. Hallo Welt. Schön, dass du auch noch existierst. Woohoo. Eine schöne Wiese, eine schöne Wiese. Ah. Und schönes Wasser und Creme und... Ach, was soll ich dazu noch sagen? Ist das nicht schön hier, wenn man nicht weiß, wo man hingehört? Ich sehe eine Fackel. Leute, wir sind daheim. Ah, alles verzaubert hier, alles verzaubert hier. Ja, man muss auch mal wissen, was bei einem im Haus abgeht. Und bei uns in dem Fall ganz schön viel in unserer Abwesenheit. Naja, für alle, die sich fragen, ja, ich schneide hier wieder zusammen. Nur die Stellen, die ich für toll erhalte, ihr wisst das schon. Ich filme einfach ein bisschen und dann schauen wir mal, was sich überhaupt verwerten lässt. Wenn sich nichts verwerten lässt, dann ist es scheiße. Da hinten sollen Häuser hin. Richtig, so sieht's aus. Und nicht anders. Und zwar setzen wir das Haus auf... Ja. So. Machen wir. Verdammt! Jetzt geht das Holz aus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Holz. Gibt doch bestimmt noch irgendwas. Oh, das wird eine Mixtur, du. Das glaube ich, also das ist weiß ja nicht. Ich glaube, das ist anderes Holz als das, was da oben drin ist. Oder? Sehen wir gleich. Ich glaube, das war Oak und das ist... Minimal anders, würde ich sagen. Das ist wirklich minimal anders. Wo kriege ich jetzt denn? Ach, da müsste ich ja Holz fällen. Hm, Apfel. Der Edenapfel ist vom Baum gefallen. Wie man auch sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Stamm war weg, der Apfel ist gefallen. Wow. Ich bin ja so poetisch und begabt. Ich sollte Künstler werden. Ich wollte den ganzen Wald anzünden. Und wollte dann schauen, was denn passiert, wenn ich den Wald anzünde. Das ist ganz wichtig für mich. Haben wir eigentlich die Möglichkeit, den Wald anzuzünden? Mich nervt dieser Wald, ehrlich gesagt. Klar, es wäre ein bisschen schade um die Baumaterialien, aber... Who cares? Ganz ehrlich, who cares? So. Ach, verdammt. Ja. Da hat er sich doch gleich verbaut. Da hat er sich gleich verbaut. So kann's gehen. Und hier. Oakwood. Wir haben einen Grundriss für ein Haus gelegt und jetzt will ich ein bisschen... So eine Scheißtruhe mit allem möglichen Zeug drin. Flint in Stil. Wow. Die ganzen Bäume hier. Ich hasse Bäume. Zumindest die hier. So. Wow. Ich habe mich selber angezündet.
So. Ich würde sagen, wir haben unsere Aufgabe elegant erledigt. Wir machen ein bisschen Lebensraum kaputt. Und kriegen dafür gar nichts. Warum brennt jetzt die Wiese? Boah, wenn ich das jemandem erzähle oder wenn ich das je jemandem sage hier, was ich hier eigentlich radikal gemacht habe. Oh, ich weiß ja nicht. Zum Glück sieht das ja hier niemand. Das ist ja ganz gut immer. So. Wir bauen ein leichtes Haus. Ein leichtes. Wir haben eigentlich zu wenig Baumaterial, um das so zu bauen. Dafür habe ich aber extra vorgesorgt. Sollte dieser Fall eintreten, wie unsere scheiß Diamant-Axt, die voll im Arsch ist. Naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Irgendjemand wird ja schon was farmen. Sollte dieser Fall, wie gesagt, eintreten, dann bauen wir einfach den ganzen Scheiß ab und bauen nur zwei Wände. Dafür haben wir ja hier noch welche. Ups. Der Haas, das sieht bedrohlich aus. So. Zack, zack. What? Wollen die mich verarschen? Kann ich jetzt mitsingen? Oh, ich glaube, das sollte ich nicht tun. Ich glaube, das kann ich echt vergessen. Die Gesangskarriere war ja auch nicht mein Ziel, wie man unschwer erkennen kann. Etwas ruhiger geht es weiter. So. Wir mauern ein Haus. Aus Steine. Aus Steine! Wir mauern das Haus aus Steine! Und das Haus ist so gut! Das hält ein Leben lang! Schopplestone! Schopplestone! Wird auch immerhin Bruchstein hin! Ich kann das Schild nicht mehr sehen! Ich kann es nicht mehr sehen! Das ist... Wisst ihr... Irgendwann geht's nicht mehr! Irgendwann... Zack, zack. Cobblestone, Ausrufezeichen. Ja. Cobblestone, verdammt nochmal. Das ist mir so wichtig, dass ich das Schild sogar geändert habe. Wieso? Egal. Weiter mit dem Text. Mit dem Text, vor allem im Text. Mitten im Text, wenn dann. Und wir bauen unser Haus weiter. Jetzt haben wir ja genug Baustoff. Ja. Ja. Das haben wir aber schon super gelöst. Nur irgendjemand muss das Haus freiklopfen. Ich habe da keine Lust drauf, den Berg hier abzutragen. Es ist einfach nicht mein Hobby. Es ist wirklich nicht mein Hobby. Kann er mir glauben? Ich habe Besseres zu tun. Aber dieses wertvolle Holz. Ich glaube, hier machen wir einfach nur Stein. Dann bauen wir uns einen Bungalow. Für mehr reicht sowieso nicht. Genau, wir müssen den aber drei hochbauen, sonst hat der keinen Eindruck.
Der wird dann wahrscheinlich größer als das gesamte Haus auf der anderen Seite, aber... Haben wir auch nie gesagt, dass es einfach wird, ne? Also habe ich wirklich nicht gesagt. So. Man könnte das natürlich auch noch viel imposanter bauen. Nein! Nein! Oder auch nicht. Denn wenn man verkackt, dann hat man verkackt. Aber so ist das. Zack, zack. Einfach drauf, immer draufhalten. Immer draufhalten. Auf die schönen Steine. Noch schönere Steine setzen. Und dann wird die ganze Sache schon. Hey, das reicht niemals, das Holz. Da kommt auf jedes kommen 2 Stück sogar noch drauf. Wie sollen das jemals hinhauen? Ich glaube, da müssen wir noch ordentlich fällen gehen. Das wird nämlich so nicht klappen. Ah! Das hat aber funktioniert. Oh Mann, Minecraft ist mittlerweile so einfach, was Modding angeht, geworden. Das ist schlimm. Früher hast du noch die ganzen Optifine-Dateien selber reingezogen. Und heutzutage musst du da gar nichts mehr machen. Sag ja, jetzt ist Optifine. Doppelklick. Und dann macht das Ding schon. Ja, das war nicht immer so, Leute. In meiner frühen Kindheit, damals, wusste ich das sogar. Ja, und das Spiel ist jetzt wie alt? Wie alt ist das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ewig alt. Wenn man es so nimmt. Aber durch eine aktive Modding-Community altert es nicht so schnell. Vor allem durch die Grafik-Patches und so weiter. Das Spiel hatte zwar nie den Fokus auf Grafik, aber mit Grafik-Patches schaut das Ding schon um einiges geiler aus. Und da muss ich schon sagen... Wenn du so ein Spiel entwickelst, dann darfst du dir auch eine Villa mit ein paar Millionen Euro kaufen. Dann darfst du auch mal sagen, okay, ich möchte das Spiel irgendwann... Ja, es reicht mir, ich habe genug. Ich verkaufe meine Firma, ja gut, mein Gott, das ist wieder andere Ansichtssache. Nein, aber ich kann dann sagen, okay, ich kaufe eine teure Villa, weil ich der Held der Spielergeschichte bin. Oder so ähnlich. Mal, wer meint, der muss es machen? Was rede ich da überhaupt für einen Schwachsinn? Ich weiß es nicht. Das ist ganz schlimm. Wenn man selber nicht weiß, welchen Schwachsinn man eigentlich den anderen Leuten verzapft und man gegenüber den anderen Leuten dann doch Schwachsinn labert. Das ist ein Teufelskreis, wisst ihr? Das ist... Ja! Ein Teufelskreis der Teufelskreise. Jetzt hoffe ich, falle ich nicht nach unten durch. So. Jetzt haben wir wieder 35. 35! Die ist super. Reicht immer noch nicht, glaube ich. Ja, wobei, wenn es um die Ecken geht. Ich bin mir nicht so sicher. Nein, so nicht. Das muss schräg liegen. So. Ah, dieses Lied ist einfach so episch. Ich liebe epische Lieder. Weil sie so eine Epicness auszeichnen. Ausstrahlen. Ausstrahlen, tut mir leid. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir brauchen für das Haus eine Tür. Eine Doppeltür. Fenster kommen hier rein. Und nein, hier kommen keine mehr rein. Jetzt brauchen wir Türen.
Ein Mini-How-To? Nein. Ein Mini-How-To? Wir machen Türen. Wow, wir haben einen Erfolg freigeschaltet. So. Damit kriegen wir gleich ganze drei Türen. Drei. Was ist denn mit drei Türen? Wahnsinn. 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 Dass man da alles kriegt. Plötzlich können wir dem Ganzen einen anderen Stil verpassen. Okay, Modern Texture Pack schaut das irgendwie scheiße aus. Vor allem, was ja eh ein... Ja, wie soll ich sagen? Kein modernes Haus ist. So. Da haben wir dann noch das erste Problem. Wo ist Glas? Glas, Glas, Glas. 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 Ui. Da wären Türen gewesen. Komm. Danke. Danke. Okay, jetzt nochmal zum Holz. 8 Stufen und 9 Stufen. Die crafte ich mir doch selber nochmal schnell. Naja, Leute. Was soll ich sagen? Das ist nicht so einfach immer. Am liebsten wären wir so Ziegelsteinstufen. Diese massive Holzwand, die sieht aus wie eine massive Holzwand. Es ist ein Gemisch aus Holz und Stein, also so fachwerkmäßig. Glas ist teuer. Verbau ist vorsichtig und mit Bedacht. Ja, man hätte natürlich auch zwei Treppen mitnehmen können. Zwei Stück. Wisst ihr? Oder halt so jetzt vier craften. Wie man es macht, man macht es falsch. So. Zack, zack. Hier fehlt ein ganzer Boden. Ein ganzer Boden! Also ich zweifle noch mehr, dass das... Ach, egal. Egal. Einfach rein mit dem Zeug. Aber wenn es nicht reicht. Gut. Das hat gereicht. So sieht's aus. Das Haus ist einfach. Einfach. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist Nacht. Es ist einfach Nacht. Einfach Nacht. Oh, ich hab Hunger. Oh, so ein Hühnchen. Mh, Hühnchen. Frittiert, so gefällt's mir am besten. Ja, hoch mit dir. Kerle. Die Nacht Nummer 235. Sag ich dazu, ne? Und wir haben doch Nether-Zeug, komm. Aus dem kann man auch Stufen bauen. Also wir brauchen zuerst Holz. Das sind Half-Slabs. Naja. Wenn es so sein muss. Nether. Ich dachte, aus dem Zeug kann man doch auch super was bauen. So. Ach, verdammt. Ist doch nicht so einfach. Ich dachte, es wäre möglich. Und anscheinend... Nein. Schlicht und ergreifend, nö. Redstone, was haben wir noch? So eine Truhe mit allem möglichen Scheiß. Und nichts Interessantes. Nee, nee. Nee, ich sehe echt schwarz für unser Dach. Vor allem, weil es ja noch nicht mehr existiert. Und das auch nicht so schnell passieren wird, so wie es ausschaut. Das Dach ist halt so eine Sache. Ich hätte da gerne etwas drauf gehabt, was so holznahe kommt, beziehungsweise Stein. Aber dann müssten wir fast da oben das Dach wegnehmen. Ist aber eine blöde Idee, finde ich. Ah ja,
Jetzt machen wir hier Pfuschanbau. Wir bauen nur das halbe Baumaterial ein. Muss ja keiner wissen. Sieht ja keiner. Ist ja dann weg. Pfuschanbau, Pfuschanbau. Ja. Okay. Nein, da bauen wir mit denen weiter. Ist ja egal, wie wir es mixen. Hauptsache am Ende kommt was bei rum. Und der Pfusch fällt nicht auf. Das ist das Wichtigste. Der Pfusch darf nicht auffallen. Aber so ist es im Leben. Der Pfusch wird, was das Zeug hält, ha? So pfuschen wir mit den Baumaterialien. Aber egal, das fällt ja keinem auf, ne? Wird ja auch nicht dokumentatorisch festgehalten oder so. Nein. Das ist völlig überzogen. Weg mit dem Zeug, weg mit dem... Ach, scheiße, mein Nacken. Weg mit dem Zeug. Ja. Reicht das schon? Das sind 44, ja. White Wedding. Oh mein Gott, nein, da nicht. Wenn wir fallen, dann muss es sich schon lohnen. Boah, da würde mir sowas Geiles einfallen. Weißt du, mit zweiter Etage, dann wird es aber kein Bungalow. Aber mit zweiter Etage wäre das richtig geil. Dann könntest du mich direkt oben rausgehen. Aber, nein. Komm gar nicht in die Tüte. Nee. Das Haus ist verheiratet mit seinem Boden. Ich würde sagen, raus. Naja, verbesserungswürdig. Wir steigen ab in die Tiefen, in die Untiefen unseres Grauens. Und damit sage ich auch schon, auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Switch wieder. Bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.